Und hier waren wir schon mal vor langer, langer Zeit. Das ist sie doch. Das hatten wir schon. So schwarz gekleidet, die Romani. Als ob sie schon trauern würde. Dabei trauert sie erst am zweiten Tag. Normalerweise. Aber diesmal helfe ich ihr. So nett bin ich dann doch. Aber jetzt wird's auch Zeit, Epona zu holen. Endlich wieder Epona reiten. Hey, wer bist du? Ich bin Romani. Ich trage denselben Namen wie diese Ranch. Und wie heißt du? Sam natürlich. Sam? Das ist ein hübscher Name, aber... Wie wär's mit... Haha, Grasshopper. Ich würde mich gerne so nennen. Ja, ich sehe auch so aus, ich weiß. Du trägst gute Kleider und tippst ständig herum. Daher ist Grasshopper sehr passend. Ich war gerade beim Üben für heute Nacht. Heute Nacht. Sie kommen heute wieder. Oh nein, ich hasse diese Musik so sehr. Diese grauenvolle Musik. Sie kommen nachts jedes Jahr, wenn der Karneval näher rückt. Boah, davon habe ich schon Albträume bekommen. Mann. Guckt euch die Dinger an. Gegen die muss ich gleich kämpfen. Sie kommen in einem hellen, leuchtenden Ball. Sie sind sehr viele. Oh, die arme Kuh. Und dann gehen sie auf die Scheune zu. Aha, vorbei. Dankeschön. Aber gleich kommt's nochmal, oh nein. Aber erst noch was Schöneres, ich will mit Epona reiten. Meine Schwester will mir nicht glauben. Aber ich muss die Kühe beschützen. Hey, Grasshopper, ich bin gerade auf der Suche nach einem Assistenten. Ja, und am Ende mache ich die ganze Arbeit und du hockst drinnen und vergnügst dich, das ist wie im echten Arbeitsleben. Du hast doch einen Bogen, willst du es nicht versuchen? Supi, das nenne ich Kampfgeist, Grasshopper. Also lass mich dir meine Strategie erklären. Sie erscheinen überall auf der Ranch. Dann bewegen sie sich langsam auf die Scheune zu. Du musst sie mit Fallen treffen. Hast du verstanden? Du darfst dich nicht so weit von der Ranch entfernen. Habe ich nicht vor, ich bleib hier einfach stehen. Komm, Grasshopper, lass uns üben. Mach ich. Hier auf dem Gelände befinden sich 10 Ballons. Du musst sie alle in weniger als 2 Minuten zerstören. Der Rekord liegt bei 1 Minute. Bist du bereit? Ich habe ihn schon unterboten, ohne irgendeine Belohnung zu bekommen, deswegen werde ich einfach mal so gut machen, wie ich kann, aber ist keine Schande, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Also ich verliere dadurch keinen Preis oder sowas. Ich bin auch irgendwie sau schlecht. Zack. Den noch. Ach ja. Da ist noch einer. 10 waren es, glaube ich, oder 12. Aber jetzt habe ich nur noch 4 übrig. Nee, andersrum. 5 noch. Also, gut bin ich echt nicht. Okay, die Minute kann ich vergessen. Na komm schon. Da ist noch einer. Den habe ich irgendwie übersehen. Ah. So, noch 2, okay. Hat nicht gereicht für eine Minute. Aber war ja zu erwarten. So, da hinten noch einer. Irgendwie habe ich auch diesmal einen ziemlich schlechten Weg gewählt. Mal da, das kann nichts werden. So. Aber solange ich schon nach 2 Minuten bin, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Da bewundert sie mich noch. Aber danach sagt sie, glaube ich, nur Negatives. Aber habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Okay, du hast es geschafft. Yo. 1,26,28, das ist nicht übel. Ihr zwei seid ein perfektes Team. Ich bringe dir ein Lied bei... Jawohl, endlich. Endlich wieder von das Lied spielen. Ich liebe es. Wenn man diese Noten übrigens bei Windwaker spielt, kommt das Lied des Windes raus, mit dem man
den Wind lenken kann. So ist es immerhin in der Zelda-Geschichte dabei geblieben. Auch wenn es anders heißt. Ja, und in Twilight Princess gibt es halt wieder automatisch das Epona-Lied, ohne dass man es selbst spielen muss. Doch als Wolf kann man es, glaube ich, schon mal heulen. So, das ist Eponas Lied. Ein Lied zweier Seelen, deren Vertrauen ihre Bande sind. Triffst du diese Ballons, dann zerplatzen sie einfach und sind fort. Aber die echten Geister kommen immer wieder. Ja, das ist ja das Schlimme. Das nervt total. Wenn sie in die Scheune gelangen, haben wir verloren. Beim ersten Sonnenschrei machen sie sich aus dem Staub. Wir müssen also bis zum Morgengrauen gegen sie kämpfen. Ja, hab ich. Jo, und der Einsatz beginnt nachts um 2. Das habe ich jetzt schnell weggeklickt, aber das weiß ich noch auswendig. Das bedeutet, ich muss natürlich die Zeit beschleunigen, sonst dauert das viel zu lange. Okay. Einen Moment. Jetzt hätte ich beinahe die Hymne der Zeit gespielt, das wäre übel gewesen. Dann hätte ich nämlich alles verloren, was ich gerade angefangen habe. Und ich hätte nicht mal mehr ein Schwert gehabt. Weil meins ja gerade bei dem Waffenschmied ist. So, wir haben Nacht. Und ich spiele noch die Ballade des Kronos. Die Zeit, wenn es schneller geht. Das muss ich noch ewig warten bis 2. Ja. So, normalerweise lasse ich Epona stehen, weil mir das zu schwierig ist. Beziehungsweise ich habe es einfach nie machen wollen, weil ich Angst habe. Ja, diese Aufgabe ist irgendwie echt hart. Und deswegen habe ich immer die Zeit verlangsamt, deswegen sind die Geister dann auch langsamer gewesen. Ja. Oh, ich habe kein Schwert, das ist blöd. Dieses Mal werde ich allerdings versuchen, mein Glück mit der normalen Zeit zu versuchen. Denn dann ist auch die ganze Aufgabe schneller vorbei. Und ich will noch was versuchen. Zuerst brauche ich mal ein paar Pfeile. Und normalerweise gibt es hier einen Hund. Das weiß ich. Vielleicht kommt er erst später. Er kommt wohl erst, wenn die Geister kommen. Er zeigt mir nämlich an, wo gerade ein Geist am nächsten ist. Aber Moment, hier war irgendwo eine Leiter. Deswegen hatte ich vor, ein Experiment zu starten. Und einfach von hier oben alle abzuschießen, ohne groß mit Epona rumrennen zu müssen. Oder ohne sie. Aber ohne sie hat man wohl auch keine Chance bei der normalen Geschwindigkeit der Zeit. Deswegen versuche ich einfach in den Kamin zu gehen. Ne, das lasse ich lieber. Ich bin doch kein Weihnachtsmann. So. Also stelle mich hier hin und werde hier alle Geister abschießen, die ich hier zu sehen bekomme. Ich müsste eigentlich alle von hier aus erwischen. Und ich hoffe, das Experiment glückt. 8 Uhr ist es, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 Minuten sozusagen noch warten. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin.